Die erste Zuschauerfrage geht direkt an Sie von Susanne Rössner. Sie fragt, wie sollen Privatpersonen, die vielleicht eine Familie aufgenommen haben, entlastet werden? Denn die Preise steigen deutlich, also von Heizkosten bis Lebensmittel und so weiter. Also das gibt mir die gute Gelegenheit, mal allen zu danken, die wirklich diese Bereitschaft haben. Das machen zwar Land auf Land ab zurzeit viele, aber ich habe wirklich so viel an Bereitschaft erlebt, zu helfen, was eigentlich für mich, für Deutschland teilweise unvorstellbar war. Man musste manche sogar richtig bremsen. Es waren ganz viele dabei, die wirklich gesagt haben, ich habe ein Sofa im Wohnzimmer und ich kann das Sofa anbieten. Und denen musste man erst mal sagen, ja, es ist aber nicht das, was wir eigentlich bieten sollten, wenn da eine Familie mit mehreren Kindern kommt. Eigentlich eine Rückzugsmöglichkeit, gerade nach traumatischen Erlebnissen, sollte schon sein. Mir hat vorgestern ein junger Mann erzählt, dass er zu seinen Eltern zurückgezogen ist, um seine Wohnung frei zu machen für Flüchtende. Da muss man auch noch dazu sagen, also wenn man weiß, was das ist, sich endlich von den Eltern zu lösen und endlich die Freiheit zu haben, eine eigene Wohnung zu haben, nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren wieder zu den Eltern zurückzuziehen, da kann man nur den Hut ziehen. Die Frage, wie können die Menschen unterstützt werden, wenn alles teurer wird? Das sind eigentlich zwei Dinge, die man nicht so ohne weiteres verknüpfen sollte. Natürlich, Energie wird teuer. Wir wissen, was alles zurzeit teuer wird, und das ist für viele gerade mit kleinen und mittleren Einkommen ein ganz, ganz großes Thema. Aber ob die Menschen dabei unterstützt werden, ich glaube, das sollte man nicht unbedingt davon abhängig machen, ob sie bereit sind, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Erste Überlegungen gibt es ja, was alles davon sinnvoll ist. Ich glaube, das wäre im Grunde Stoff für einen ganzen neuen Abend. Ob es jetzt sinnvoll ist, mit der Gießkanne alle irgendwie zu entlasten oder aus meiner Sicht sicherlich viel konkreter genau den zu entlasten, der entweder sowieso schon knapp an der Grenze lebt oder der einfach jetzt Corona-bedingt aufgrund besonderer Verhältnisse eigentlich die größten Einschnitte hat und die größten Schwierigkeiten hat. Das halte ich für vernünftig, aber wenn einer jetzt sein zweites Kinderzimmer hergibt für eine ukrainische Familie, ich glaube nicht, dass man den mehr, wirklich dramatisch mehr entlassen soll. Es gibt so eine Überlegung, also wie man es pauschal machen könnte, fände ich schon richtig. Wir haben den Vorschlag auch schon eingebracht, dass man vielleicht einfach eine steuerliche Entlastung, ja, wer eine Familie bei sich aufnimmt, kann eine steuerliche Entlastung relativ pauschal vielleicht haben. In der Art und Weise, alles andere halte ich da nicht für zielführend. Frau Schweiger? Also das Thema ist bei uns auch natürlich schon aufgeschlagen, dass halt viele Kinderzimmer zur Verfügungsteller sagen, naja, ich will jetzt ja keinen klassischen Mietvertrag haben, Untermiete für ein Zimmer, aber ich hätte halt gerne eine Beteiligung an den Nebenkosten, das ist klar. Und einmal im Prinzip den Aufwand ersetzt, wo man sagt, da fährt man mit dem Auto rum und kümmert sich. Rein regulatorisch ist es, glaube ich, im Moment noch nicht möglich, weil einfach ein angemessener Mietvertrag geprüft wird. Dann habe ich aber natürlich auch Rechte aus diesem Vertrag und Nebenkosten ohne gültigen Mietvertrag aktuell entlang der Rechtslage so nicht möglich zu zahlen sind. Aber ich habe vorher gesagt und auch der Herr Holt, dass viele Dinge auch schon unbürokratisch gegangen sind. Und ich hatte vor kurzem auch ein Gespräch mit dem Innenminister, der sich da wirklich auch sehr, sehr immer wieder persönlich einsetzt und sagt, schauen wir halt einfach, dass man es pragmatisch lösen kann. Und ich glaube, dass wir in den nächsten 2-3 Wochen so weit sind, dass wir wirklich Nebenkosten gut zahlen können, angemessen. Das ist ganz klar, dass wir über diese Dinge reden. Aber dann sagt, da gibt es natürlich einen Obolus. Entweder von unserer Seite, wenn das so läuft, dass man sagt, es ist eigentlich im Rahmen der Bezuschussung von Unterkunftskosten, oder wenn der Asylbewerber selbst Leistungen bekommt und aus diesen auch was zahlen kann. Also ich kann der Dame einfach empfehlen, vielleicht noch mal eine Woche auszuharren oder zwei, oder sich trotzdem nächste Woche schon ans zuständige Landratsamt oder auch Kreisverwaltungsbehörde einfach zu wenden und zu sagen, wie schaut's denn aus, und dann noch ein bisschen Geduld. Aber ich glaube, dass man in 4 Wochen das auf jeden Fall
rechtssicher dahingehend, man muss ja dann immer aufpassen, weil es kommt dann immer einer, der danach immer schlauer ist, aber dass wir das so regeln können, dass wir da eine Grundlage haben. Frau Schweiger, die nächste Frage geht auch direkt wieder an Sie von Josie Hecker und das ist eine sehr kritische Frage. Auch mit der jetzigen Bewältigung der Flüchtlingswelle hat es den Anschein, dass die Behörden nichts aus 2015 gelernt haben. Woran liegt das? Und ist das so? Ja, das müssen Sie die Dame fragen, wie sie zu der Einschätzung kommt. Ist gerade nicht da. Also das ist immer die Frage, welche Behörde, wo gab es Ärger? Ich glaube, keiner von uns ist im Moment fehlerfrei. Es ist überall Sand im Getriebe. Wir hätten jetzt auch die letzte Stunde uns für eine andere Variante entscheiden können und alles kritisieren, was nicht funktioniert. Aber ich glaube, angesichts dessen, dass Krieg ist, dass es hier um Menschenleben geht oder dass die Menschen in Todesangst flüchten, kann man, glaube ich, auch mal sagen, eins nach dem anderen in Ruhe. Wichtig ist, dass man hier ankommt und irgendwo in Ruhe schlafen kann, in Ruhe duschen kann, was zu essen bekommt, erstmal ankommen kann. Dass man immer Dinge verbessern kann, das ist auch klar. Aber die Mitarbeiter in den Behörden haben nicht bis vor 8 Wochen geschlafen. Die haben alle eine Arbeit, die hatten 2 Jahre Zusatzarbeit, Corona und jetzt kommt das noch obendrauf. Und wie gesagt, es kann überall was schieflaufen und es kann überall was liegen bleiben. Wenn es in meiner Behörde ist, dann kümmere ich mich da gerne drum, dann gehe ich gerne dem Ganzen auf den Grund. Es gibt auch Bürgerinnen und Bürger, die mir schreiben und sagen, kann man nicht das und das und das machen. Das sind gute Ansätze dabei, das sind auch Ansätze dabei, die wir schon umgesetzt haben, die aber draußen noch nicht angekommen sind. Und das ist im Moment unsere größere Herausforderung, dass das, was da gibt, trotzdem die Vielzahl an Strukturen und Möglichkeiten, dass wir die in der jeweiligen Sprache an den Mann, an die Frau bringen. Das haben wir aber zu Beginn schon gehört, Unterstützer oder Angebote für die Helferkreise in unterschiedlicher Sprache, dass das einfach klar ist. Und es ist eine Mammutaufgabe und es ist ein Marathon. Herr Holz? Ja, die Frage ist insofern ja relativ spannend, weil es eigentlich die Frage unserer heutigen Veranstaltung ist. Und ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Stunde lang klargemacht und auch von allen Seiten gehört, dass man sehr wohl gelernt hat. Natürlich sind die Herausforderungen auch nicht exakt die gleichen wie 2015. Aber gerade in den Bereichen, wo wir jetzt neue, andere Herausforderungen haben, wie jetzt der schulische Bereich zum Beispiel, wie einfach die Unterbringung von Familien, da finde ich es eher erstaunlich fast, wie schnell man dazugelernt hat und wie gut die Behörden jetzt trotz der Belastung, das kann man halt oft genug sagen, trotz der Belastung, die wir gerade durch Corona, durch andere Dinge auch haben, wie schnell die einzelnen Kommunen, wie schnell die Landratsämter, wie schnell insbesondere das Bayerische Innenministerium, auch das Kultusministerium da reagiert haben. Also ich finde schon, dass wir da auf einem guten Weg sind. Man muss ja ganz ehrlich auch sagen, es läuft nie überall alles richtig gut, auch ohne Krisenzeiten. Ja? Aber wenn ich jetzt von 96 Landratsämtern und kreisfreien Kommunen, wenn dabei in 75 richtig gut läuft und in 10 noch ganz ordentlich und in ein paar vielleicht nicht so gut, dann sind wir eigentlich schon relativ weit. Und selbst bei denen, wo es richtig gut läuft, und ich weiß, der Landkreis Regensburg ist in der Regel ein Landkreis, wo eigentlich die Dinge sehr, sehr gut laufen, selbst da wird es immer mal ein Detail geben, wo man sagt, oh, das sollte man nächste Woche besser machen. Aber ich glaube, das geht auch jedem zu Hause so, das geht auch jedem in jedem Unternehmen so. Wir sind da relativ weit. Manche Dinge, ich habe ja vorher angesprochen, was so die Nadelöhre sind. Ja, die Nadelöhre sind teilweise leider immer noch in Deutschland, aber auch das wäre ein Thema für einen eigenen Abend. Die Nadelöhre sind in Deutschland nicht die Bereitschaft, die Ärmel hochzukrempeln, nicht die Bereitschaft der Menschen, sich sozial zu engagieren, nicht die Koordination in den Landratsämtern und in den Rathäusern. Die Nadelöhre ist meistens die Digitalisierung und manchmal der Datenschutz und solche Dinge, an denen wir einfach langfristig arbeiten müssen.
Wollte noch jemand was sagen? Ich habe was gehört. Frau Schweiger. Ja, also das Einzige, was mir Sorge macht, ist, wenn wir die ehrenamtliche Unterstützung verlieren. Das ist das Thema, was nicht passieren darf. Die ist im Moment groß. Die ist schon ein bisschen geschwunden dadurch, dass Ehrenamtliche tagelang dastanden und helfen wollten, weil ein Bus angekündigt war, der nicht kam. Ich hatte auch bei mir eine Turnhalle platt gemacht mit oder halt ausgeräumt, leer bekommen, kein Schulsport, kein Vereinssport, mit Betten voll gemacht. Jeder war hat gesagt, natürlich helfen wir mit, kein Problem. Ja, dann wurde der Bus angekündigt für Freitag, für Samstag, für Sonntag, am Montag dann, also er kommt definitiv nicht. Also wenn du drei solche Wochenenden hast, dann macht dir keiner mehr mit. Und das ist im Moment die Herausforderung, dass wir die Ehrenamtler ja richtig an der Hand nehmen und wirklich ja die Zettel geben, wo man sagt, da und da musst du hin. Es reicht, wenn du vermittelst, es reicht auch, wenn du einen Zettel weitergibst. Du musst nicht das Rundum-Sorglos-Paket für deine Flüchtlingsfamilie machen. Das war für mich so die Erkenntnis aus 2015, 16. Da haben wir ja wirklich Vermieterinnen gehabt, die sind mit den hochschwangeren Frauen in den Kreissaal und waren bei der Geburt dabei. Und irgendwann haben sie gesagt, das ist doch ein bisschen viel so für mich. Da, glaube ich, muss man einfach schauen, dass man das Ehrenamt nicht überfordern. Zu sagen, ich habe einen Wohnraum, ich helfe mit, ich kann ein paar ehrenamtliche Stunden einbringen, ich kann einmal Kinder betreuen, ich kann einmal einen Fahrdienst übernehmen, wenn die Bereitschaft da ist, da einfach die Hand zu reichen von behördlicher Seite, dass die Schnittstelle klar ist. Das, glaube ich, ist die wichtigste Aufgabe, weil wenn die Bevölkerung nicht mehr so mitmacht, nicht mehr dahinter steht, dann wird es schwierig. Ja, das stimmt. Das kann ich unterstreichen. Frau Stark-Angermeier, die nächste Frage kommt von einem Herrn, von Jens K. Er sagt, viele Geflüchtete aus der Ukraine kommen auch in der Nacht, zum Beispiel am Münchner Hauptbahnhof, an. Wer kümmert sich da um die Betreuung und die Versorgung dieser Menschen? Genau. Also unser Infostand am Hauptbahnhof ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das heißt, wir haben einen Vierschichtbetrieb mit Hauptamt und Ehrenamt. Und das heißt auch, die Menschen, die um 2 Uhr in der Nacht oder um 4 Uhr in der Nacht ankommen, werden auch genauso am Bahnhof abgeholt, also am Zug abgeholt und werden einfach auch betreut. Auch hier sind dann die Wege klar, letztendlich, dass die Menschen bei uns ankommen können, einfach mal ein Stück ausruhen können und dann auch weiter gehen, sortieren können. Letztendlich wollen sie weiterreisen, dann können sie auch bei uns. In der Zwischenzeit haben wir auch Bierbänke schaffen können, weil da im Bahnhof ist momentan ja gar keine Sitzmöglichkeit, auch weil das alles Baustelle letztendlich ist, dass sie sich sozusagen da auch ein Stück ausruhen können und gegebenenfalls weiterreisen mit den nächsten Morgenzügen oder aber auch dann in das Ankunftszentrum gebracht werden, um dort anzukommen. Also das heißt, auch in der Nacht gibt es sehr wohl die Versorgung von unserer Seite her, also am Infostand, aber es ist genauso diese polizeiliche Sicherheit, die Bundespolizei ist auch da. Und wir sind hier einfach auch im täglichen Krisenstab, auch mit dem Bahnhofsmanagement, dass das auch alles rundherum funktioniert, weil das ist auch nicht so selbstverständlich. Vor allem, wir haben ja, der Münchner Bahnhof ist ja keine momentan ein wunderbarer neuer Bahnhof, sondern es ist ja eine mega Baustelle letztendlich. Und auch da muss man immer gucken, dass dann die ganzen Absicherungen entsprechend auch funktionieren. Also, das ist gewährleistet. Und das wollte ich ja nochmal sagen zum Thema Ehrenamt. Richtig, Ehrenamt ist der Schlüssel. Also es ist die Zivilgesellschaft, die einfach auch da immer wieder da ist. Und ich glaube, das Wichtige daran ist, was wir gelernt haben. Ehrenamtliche brauchen auch gute Begleitung. In der Zwischenzeit gibt es dort Koordinatoren. Ich bin froh, dass wir unser kirchliches Netz an Koordinatoren, das wir in 16, 17 aufgebaut haben, nicht zurückgebaut haben mit der Diözese zusammen, sondern es einfach weiter im Bestand hat. Und das sind heute diejenigen, die da sind, einfach auch in der Fläche, um einfach auch sehr schnell auch reagieren zu können und auch das Know-how haben. Also das muss man einfach auch dazu sagen. Also das ist ein ganz, ganz großes Pfund, das wir einfach hier haben. Einfach, sonst würde es sonst nicht ganz so reibungslos laufen. Herr Holt, Sie sind dran mit einer Frage von Aline Marie B.
Sie fragt, können ukrainische Kinder eine normale Schule in Bayern besuchen oder werden sie getrennt in Flüchtlingsunterkünften unterrichtet? Nein, also die werden, ich habe es vorhin ja schon geschildert, die werden im Moment in diesen pädagogischen Willkommensgruppen unterrichtet. Die sind darauf ausgelegt, auf bis zu 10 Kinder. Ja. Das heißt, das sind 10 ukrainische Kinder, sind auch altersübergreifende Gruppen möglich, aber diese Gruppen sind angesiedelt an den einzelnen Schulen, an den Schulen aller Schultypen, also sowohl Grundschule als auch Realschule, auch Gymnasium. Und da können die jetzt quasi pädagogisch reinschnuppern in unser Schulsystem. Und geplant ist im Grunde, dass natürlich dort, wo es aufgrund der sprachlichen Fähigkeiten möglich ist, die im nächsten Schuljahr eigentlich auch Regelklassen besuchen. Frau Schweiger, eine E-Mail von Emil24. Wie stellt sich die Situation bei dezentralen Unterkünften dar? Gibt es hier im Vergleich zu 2015 deutlich mehr Wohnungsangebote? Also das ist natürlich das Nadelöhr. Bei uns ist es jetzt so im Landkreis Regensburg, wir hatten in der 15-16 Welle ungefähr 1600 Asylbewerber. Von denen ist so gut die Hälfte anerkannt, die sind aber trotzdem noch da. Von den restlichen, die sind als Asylbewerber nach wie vor bei uns, sind in den letzten 2 Jahren nochmal 200 dazugekommen. Also auch der Bereich wächst. Wenn ich jetzt Anerkannte und Asylbewerber zusammenzähle, haben wir ohne die Ukrainer, haben wir mehr, als wir zum höchsten Stand 15-16 hatten. Das geht ja total unter, aber auch das wird deutlich mehr. Und jetzt haben wir nochmal 1000 ukrainische Menschen bei uns zusätzlich. Also ich sage jetzt die Zahlen einfach dazu, damit man es auch versteht im Verhältnis. Und wir sind ein relativ großer Landkreis mit 195.000 Einwohnern, 5 größter in Bayern, aber das ist ja dann auch vergleichbar. Wir haben bei der 15-16er Welle haben wir dezentrale Unterkünfte angemietet, mehr als 100. Weil die Menschen ja in einer staatlichen Unterkunft leben mussten. Die hatten ja nicht diese freie Möglichkeit wie jetzt die Ukrainer. Deswegen tun wir uns natürlich leichter, weil jetzt private Wohnungsanbieter, Kinderzimmeranbieter sagen, ja, ich kann natürlich auch eine Frau und 2 Kinder aufnehmen, kein Problem. Deswegen ging es jetzt überraschend gut. Was wir trotzdem machen, wir sind natürlich weiterhin auf der Suche, jetzt als Landratsamt im Namen des Freistaats weiterhin dezentrale Unterkünfte anzumieten, zu suchen. Für unseren Bedarf kann aber auch mal sein, dass da kein Ukrainer unterkommt, sondern ein anderer Asylbewerber. Und am Ende wird das Ganze stehen und fallen mit der Anzahl der geforderten, notwendigen, benötigten Wohnungen. Deswegen sage ich ja, im Moment geht's noch. Aber wir haben eine gewisse Wohnungsknappheit. Wir haben seit 15, 16 unglaublich viel zugebaut. 10.000 Wohneinheiten im Landkreis Regensburg. Das ist deutlich mehr, als Menschen zugezogen sind. Deswegen haben wir heute nicht diese Knappheit, wie wir 2015 hatten. Aber wenn jetzt aus diesen 1.000 2.000 werden, dann wird's schon eng. Und dann ja, wann um das Thema zentrale Einrichtung, Gemeinschaftsunterkunft, Container, werden wir irgendwann zumindest temporär nicht drumherum kommen, weil, also wenn der Wohnraum nicht mehr da ist, dann werden wir in eine Unterbringungsform kommen, die eigentlich keiner möchte, aber also da muss man einfach dann noch schauen. Ich glaube, auch das Bauministerium ist schon relativ gut unterwegs, auch großzügig beim Thema Baugenehmigung für so temporäre Bereiche. Aber am Ende steht und fällt es mit der Anzahl, die kommen. Dann habe ich noch eine letzte Frage in die Runde. Vielleicht fängt Herr Holt an. Von Hanne Wallbohn. Sie fragt, zeigen sich Unterschiede in der Hilfsbereitschaft der Menschen gegenüber
der Situation von 2015, differenzieren wir tatsächlich nach der Herkunft der Flüchtlinge? Sehr gute Frage. Ja, sehr gute Frage. 2015 war, wenn man sich erinnert, ganz am Anfang die Hilfsbereitschaft auch sehr, sehr groß. Die ist dann zum Teil erschüttert worden, weil sich manche Ehrenamtler, also vor allem dadurch, weil sich manche Ehrenamtler alleingelassen gefühlt haben. Ich glaube, das ist schon etwas, was uns jetzt nicht wieder passieren darf. Natürlich haben wir schon eine andere Struktur. Es sind überwiegend eben Frauen mit Kindern oder mit Großeltern noch dazu. Da fällt es manchen vielleicht leichter, anzuerkennen, dass die Schutz und Hilfe bedürftig sind. Aber generell glaube ich, dass es schon auch jetzt ganz wichtige Frage ist, dass man diejenigen, die hilfsbereit sind, jetzt nicht allein lässt. Es ist Aufgabe der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, die Ehrenamtlichen zu unterstützen. Die Bereitschaft ist grandios, weil wir es gerade vorher von den Wohnmöglichkeiten hatten. Ich habe schon so erste Sätze gehört, dass Menschen sagen, naja, wir haben einen angespannten Wohnungsmarkt, die nehmen uns die Wohnungen weg. Kann ich eigentlich entkräften? Also zumindest aus meiner Stadt, aus meiner Region, Kempten und Oberallgäu, da ist es ganz klar so, dass versucht wird, dass nicht der normale Wohnungsmarkt belastet. Also es gibt bei uns Wohnungsbaugenossenschaften, die zum Beispiel zur Generalsanierung anstehen, die Häuser, die gerade leer stehen, jetzt wieder auf die Schnelle herrichten. Wir haben eine Behinderteneinrichtung, die abgerissen werden sollte und durch eine neue ersetzt. Das hat man jetzt einfach um ein Jahr mal verschoben. Also ganz viele Versuche, tatsächlich zusätzlichen Raum zu generieren. Teilweise alte Bundes- und Bundeswehr- oder Behördenliegenschaften und ähnliche Dinge. Natürlich ist es, meine Kinder haben teilweise jetzt Sport überwiegend im Verein, weil halt eine Schulturnhalle belegt ist. Das sind, glaube ich, Dinge, die kann man aber hinnehmen. Solange es nicht schneit, ist das alles völlig in Ordnung. Aber ansonsten wird wirklich versucht, dass da der Wohnungsmarkt nicht groß belastet wird. Ich glaube, das vielleicht wirklich, wenn Sie schon sagen, es ist die letzte Frage, was bei alledem nicht vergessen werden sollte. Es ist eine ganz große Chance, dass die EU wieder stärker eigentlich als Solidargemeinschaft wahrgenommen wird, dass wir da zusammenhalten. Da sollten wir diesen Schwung, den jetzt wirklich die große Bereitschaft zu helfen, und das kann man nicht oft wiederholen, diese Bereitschaft ist vor allem in den Anrainerstaaten irrsinnig groß. Wenn ich überlege, was haben wir jetzt an Flüchtlingen im Vergleich zu Polen, ja, das ist eigentlich so gut wie gar nichts im Vergleich zu dem, was Polen jetzt zu schultern hat. Und ich finde, diesen Schwung sollten wir europaweit mitnehmen und dafür sorgen, dass wir künftig Fluchtbewegungen gemeinsam meistern.